Kapitän, würdet ihr mir gestatten, noch ein paar Worte an die Besatzung zu richten, bevor wir den Angriff beginnen? Da braucht ihr meine Erlaubnis nicht für, tut euch keinen Zwang an. Ei, sehr gut. Das wird ans Oberdeck treten. Männer! Ja, die Leute schauen dich an. Männer, die Zeit ist gekommen. Unser größter Feind bisher. Lasst euch nicht einschüchtern. Wir werden dort einiges sehen, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Feinde. Feinde, die auf ewig verloren sind, die wir vernichten müssen. Und ich freue mich, euch den Namen zu verkünden, auf den wir uns geeinigt haben. Den Namen für unser Schiff. Wir sind die, die das Perlenmeer zurückbringen werden. Wir sind die Leute, die über sie wachen. Unser Schiff, das ist die Perlenwacht. Und wir, der Rammsporn der Menschen. Verzagt nicht dieses Schiff, dieses unheilige Schiff, auf dem wir sind. Wir werden es nutzen. Und wir werden unsere Feinde in die Knie zwingen. Macht euch bereit! Der Angriff wird in einigen Momenten beginnen. Gut, ihr habt den Mann gehört. Jeder weiß, wo es hingeht. Seht zu, dass die Kanonen bereit sind. Wartet, bis ihr einen guten Schuss kriegt, bevor ihr feuert. Feuerfeindungsermessen! 30 Abfahren! Grad! Lasst nach Möglichkeit auf die feindlichen Rotzen zielen. Ach, Feuerrollen man. einnehmen! Ach, man würde sich zu Zilal runterbeugen und meinen: Nun, du bist mein Waffenträger, aber in dieser Schlacht musst du nicht mitkämpfen. Du kannst dich unter Deck verstecken, bis alles hier vorbei ist. Ja, Herr? Ja, dann nickt man ihm zu und bedeutet ihm, unter Deck zu gehen. Okay. Dann würde man selbst auch nochmal seinen Rondrakamm, alle Scharten von früheren Schlachten denklich mustern und mit der Hand drüber gehen. Jede dieser Scharte nochmal in Gedanken aufrufen, was dort passiert ist, wem er gekämpft hat. Und tief ein- und ausatmen und sich darauf gefasst machen, gleich wieder einmal kämpfen zu für die Okay. göttliche Loyen. Noch irgendwelche anderen Dinge, die ihr vorher tun wollt? Und meine Knappe herbeiholen natürlich, wo auch immer die gerade ist. Ja, Myria kommt dabei und hilft ihr dann auch beim Rüstung anziehen, wenn das noch nicht der Fall getan ist. Ich nehme an, ich laufe schon seit unserem Treffen unter Deck in voller Rüstung rum, Ist auch aber ja. okay. Ja, Oh, so Myria. kommt dabei, hat dann ihre eigene Rüstung. Gut, siehst du aus in Eisen. Jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's los. Halte dich im Zweifelsfall dicht bei mir und geh kein Risiko ein. Ja, Herr. Sie zieht nochmal die Gürtelschnallen fest und prüft nochmal, ob das Schwert ordentlich sitzt. Ich schaue noch mal, ob hier alle Bänder richtig verzurrt sind, und dann geht's zu den Söldnern. Herr Kapitän, Herr Kapitän! Abad kommt auf dich zu. Ja? Mir wurde gesagt, das Feuerschlick, habt ihr es? Himmels Willen, jetzt kommt er mit an. Ja, hier, das habe ich bei den Hex-Kundschafterinnen gefunden. Ja, dann solltet ihr sie so mal Maß regeln, warum die bei mir stehlen. Also. Fragt sie selbst. Schnappt sich das kleine Fläschchen, Gläschen. Das ist sehr gefährlich. Ihr solltet damit nicht herumspielen. Geht dann wieder. Ach so, ich habe euch bereits 50 Portionen von dem. Ja, genau. Und geht dann wieder 50! zerstreut. Wer ist der eine hier? Er hat den Satz abgebrochen und du weißt nicht, was er sagt, weil er ist zerstreut. Bonstedt! Kapitän, er kommt wieder zurück. 50 Portionen von? Mengvilarum, Waffenbalsam. Das Zeug aus dem Archenharz. Also der Ja. Archenharz wird dann sehr, sehr leise ausgesprochen. Ja, genau, aus den Hörnern. Er deutet da mal nach oben und kannst sehen, wie es da wohl gelb rausquillt. 50 Bollstedt! Ja, Kapitän? Und das sagt ihr jetzt? Naja, wann denn sonst? Ich meine, ihr seid doch gerade seit einiger Zeit erst wieder hier und wart doch lange weg. Los, lauft, bringt welches! 4 oder 5 Portionen! Ja, Herr. Und geht zerstreut wieder weg.
Oh, der wird nie im Leben wiederkommen. Vielleicht nicht. Ich möchte gerne Menschenkenntnis würfeln. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt hat er natürlich noch vorzukommen, aber wenn du Okay. irgendwas, ja. Ja, ich traue ihm aber durchaus zu, dass er wiederkommt, von daher belasse ich es darauf. Ja, Romilly sitzt immer noch in ihrer Kabine und hört wohl die lauten Befehle und auch das Ahu der Männer. Aber was auch immer da draußen vorgeht, jetzt wird zum Krieg geblasen. Romilly brummelt vor sich hin. Die Arche wird dann von ihrer Kreisbahn abweichen und sich auch die Zedracke zu bewegen. Und in den letzten Momenten, bevor zum endgültigen Sprint angesetzt wird, erklärt Xyleste noch einmal den Plan und versucht hinter die Zedracke zu kommen, sich dort an das Schiff ranzuheften und dann mit unseren Bordgeschützen, nicht mit den Astkanonen, ihre Geschütze zu zertrümmern. Und dann fügt er verdammt die Worte hinzu. Celeste, dieses Mal kein Ausrutscher. Du musst dich unter Kontrolle halten. Wenn hier noch andere Schiffe sind, werde ich sie dir besorgen. Wir müssen wachsen. Du musst fressen. Aber das muss geregelt ablaufen. Nicht so wahnwitzig wie beim letzten Mal. Hast du verstanden? Nein. Nein? Ich sage es dir, die Magistra, sie hat einen Weg gefunden, dich und deine Schwester von dem Baum zu trennen. Wenn du das nicht willst, solltest du dich lieber fügen. Ein Schiff, was sich nicht fügt, den Befehlen des Kapitäns. Mir hier, das können wir nicht gebrauchen. Von draußen das erste Donnerknallen von allen Rotzen. Ihr seid in Reichweite. Ahmad. Ja. Ich nehme an, es wäre wohl nur rondrianisch, nachdem wir hinter ihnen sind, sie zur Aufgabe aufzufordern. Nun, natürlich wäre das üblich, aber ich denke, dass man über diesen Lärm sowieso keine Aufgabe mehr hören kann. Ich Und kann Herr natürlich Levinich halt für könnte den es. Kapitän in diesem Kampfgemetzel finden, ihn zur Aufgabe zwingen, aber ich weiß nicht, ob sein Wort so weit tragen kann, dass alle das mitbekommen. Von welcher Seite wollt ihr euch nähern? Von Also, hinten. wie soll das Schiff zu euch stehen? Ich glaube, von hinten habe ich so Ja, verstanden. ich habe mehr als einmal von hinten gesagt. Wir möchten gern hinters Heck und von da aus dann schießen, respektive angreifen. Genau, dann sollen alle Rotzen da auf die anderen Rotzen schießen und dann springen wir aufs andere Boot. Ja, welche Entfernung wollt ihr euch davor setzen, daneben? Also ich hätte es ist ein Maulangriff, also sich ranheften, befohlen. So. Ah, jetzt sehen wir es. Ah, perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Gut. Ja, dann, wie gesagt, es knallt einmal. Für den zweiten Schuss haben die Geschütze keine Zeit mehr. Dann öffnet sich das Maul unter einem Biegen und Brechen und ebenso klappen dann die ersten zwei Masten ab. Der Fockmast bricht einfach und klappt nach vorne. Ganz passt das Schiff wohl nicht in euer Maul, also wie gesagt genau bis hier, bis zu dieser Stelle, so dass ihr jetzt das Achterdeck geschluckt habt und ja, ansonsten das Hauptdeck ist noch von euch unberührt. Von da drüben keine Schüsse. Habe ich Zeit, was zu rufen, wenn die Ja. jetzt so im Raum sind? Männer von Xeran! Ihr sitzt in der Falle! Ergebt euch oder sterbt elend! Kapitän! Das Was Schiff ist denn? vollkommen leer! Was? Es ist Was? vollkommen verlassen! Das hätte Achmar vielleicht auch festgestellt. Er wäre nämlich hier oben an der Arche gestanden. Da, wo die ganzen Rotzen stehen. Ja, Wäre dann. nur schwer möglich, weil sich das nach oben biegt, aber ja. Wäre dann als erstes wahrscheinlich darunter gesprungen. Würfel mal Aufs eine Achterdeck. Kletternprobe. Okay. Damit du da oben bleibst, weil wie gesagt, das biegt sich nach oben und bricht einmal auf. Oh Gott. Und du bist dann, ich sag mal so, 30 Grad nach oben. Ich würde gerne ein Schiff hier einsetzen. Ich würde nicht darunter fallen wollen. Für die 17. Ja, das wäre geschafft. Ja, gut, dann, ja, du hängst dann eben an einem der, das ist eine Seeschlange, ein Seeschlangenschädel, kannst dich dann festhalten, kletterst in die Augenhöhle und wenn du dann da stehst,
Okay, es ist einige Entfernung. Mit Glück könntest du es aufs Oberdeck schaffen und dann aufs Oberdeck springen. Und wenn du Pech hast, dann knallst du auf das Hauptdeck. Das ist nochmal 3 Meter tiefer. Wie hoch ist denn das? Ja, pro Deck rechnen wir mal 3,5 Meter. Von hier oben nach da unten sind 3,5. Dann haben wir hier auf 7. Und okay. Wie gesagt, wenn du dann hier auf das Hauptdeck knallst, dann sind es nur 7 Meter und ansonsten 10,5. Okay, nee, das wird, überlegt sich Ahmad dann doch anders. Der hat nicht gewusst, dass wir hier 7 Meter, 10 Meter über... Gerade mit Spinnenbeinen. Über also Wasser sind. Mit Spinnenbeinen seid ihr noch einmal höher, aber die habt ihr jetzt ja gerade runtergelassen. Ja, also... Mach mal eine Mutprobe. Ja. War nicht so die schlauste Idee, gebe ich so im Nachhinein zu. Der Mut ist da. Der Mut ist da, aber... Der Mut ist da. Würfel mal, was hast du für Nachteile? Ich habe Arroganz, das würde da wohl passen. Arroganz passt. Ich habe Arroganz würfeln. Was hast du noch? Moralkodex Rondra. Nein. Neid, Neugier, Sucht, vierblättrige Einbeere, Verpflichtungen und Wahnvorstellungen. Neugier nicht? Neid? Was ist mit Neid? Dass ich neidisch auf andere Leute bin. Eher nicht, ne? Nee, ich würde auch nicht sagen. Selbstbeherrschung also erschwert um die volle Arroganz. Das wird hart. Jo, dafür ist ja noch 10. Spaßig. Das sind wir ja erleichtert, ne? Ah, ich spring da runter, Jungs. Ich mach das. Ja, du hast dich gerade in der Höhle der in der Augenhöhle von der Seeschlange. Kann ich nicht hier auf den Ausguck oder so springen? Wäre das nicht möglich? Gegen den Mast, der jetzt gerade umgeklappt. Nee, der ist auch umgeklappt, da hast du keine Chance. Ja, aber der klappt ja langsam rum, während wieder gerade. Okay, ne? ist eine coole Aktion. Man muss Heldentaten dann auch belohnen. Du kannst es versuchen. Ich möchte eine Athletikprobe erschwert um 5 haben, damit du darüber springst. Aua! Ja, dann knallst du gegen das Segel, bricht weiter weg und du müsstest dich ja mal abfangen. Eine Körperbeherrschungsprobe erschwert um 11 Punkte, damit du jetzt hier auf das Oberdeck. Ja gut, ich will schon den nächsten. Willst du es mirakeln? Ach, kann ich das noch? Mirakel geht sofort. Mirakel kostet eine Aktion. Ja, Ronra, steh mir bei! Die Aktion hat er. Ronra, steh mir bei, mirakelt er. Während er an dem Segeltuch heruntergleitet. Oh Mann. Eine coole Aktion wird gerade richtig peinlich. Ah ne, aber damit hätte ich es gerade noch so geschafft. Ja, dann kriegst du wie viele Punkte dazu? Durch die 9 Fertigkeitspunkte 5, weil das die Hälfte ist und dann krieg ich nochmal 5 so. Also ich krieg 5 plus LKP Sternchen durch 2. Also kriegst du wie viel? 10 Punkte dazu? 9. 9. Also ich hätte jetzt genau ausgeglichen. Ja, dann kannst du, ja, pro Sternchen könntest du nochmal einen wegnehmen, aber ja, du kannst dich jetzt kontrolliert abfangen und bekommst, was habe ich gesagt, 11 Meter, ne? Jo. 11 wie 6 minus 11 Ausdauerschaden. Aber ich kann einen wegnehmen. Nee, pro, achso, doch, genau, ja, du kannst einen wegnehmen, genau. 5, 6, 7, mit 0 8, genau 9, ist immer noch ein Sternchen. 11. Ja, dann nehme ich doch mal eine 6 weg. Moment. 35 minus 11 sind 24 und du nimmst eine 6 weg? 18 Ausdauerschaden. Das ist 9 Schaden. Gerade noch so keine Wunde. Ach, ja, dann knallst du auf das Oberdeck, dass die Holzplank bricht unter dir ein, unter deinen schweren Stiefeln. Und du stehst im ersten Unterdeck. Was generell gar nicht so gut wäre, denn jetzt wärst du prinzipiell von Feinden umringt. Hier wäre der perfekte Ort zum Sterben, aber es ist alles leer. Was du dort unten siehst, kommen wir gleich zu. Was machen die anderen? Ja, dann brüllt gerade noch. Wie leer, das kann nicht sein. Ich habe vorhin noch jemand mit einem Fernrohr ge... Und dann kracht hinter ihm gerade ein Geweihter durchs Deck. Was war das denn? Wir haben gerade den Geweihten verloren. Kapitän, was sollen wir tun? Du. Spreng da runter und seht zu, dass ihr ihn kriegt. Wie weit ist das von hier aus? Vom hier? Da kommst du nicht mal runter. Da sind nur noch Gucklöcher. Ich hatte mal zugemacht. Okay, in diesem Fall klettert er hoch und findet ihn. Okay, pff, ja. Ahmad, würfel mal eine Kriegskunstprobe, wie charismatisch du aussiehst, wenn du da runterspringst. Charismatisch anführen. Ja, nicht so. Die Männer haben Enterhaken oder so.
Es sah nicht so geil aus, wie du da runtergesprungen bist und dementsprechend aber bleiben. Die Leute bleiben da oben stehen und werden dir nicht hinterher folgen. Die springen da nicht runter. Ja, das war auch nicht der Plan. Ich wollte nur als erstes Ja, auf den aber Kopf hätte steigen. ja sein können, dass jetzt auch andere genauso verrückte Leute hinterher springen. Hätte ich gefeiert. Aber es ist nicht so. Ja, gut. Ja, Gut, die nächsten drei. Ihr geht das Oberdeck bis zum Bug ab. Seht zu, ob wirklich niemand auf dem Boot ist. Die nächsten drei. Ihr seht zu, wie viele Rotzen da oben sind und gebt mir eine Liste. Der Rest, wegtreten, Oberdeck. Evadaios, was möchtest du tun? Daraus wird versuchen, Xylestl im Zaum zu halten, indem er sich auf seinen Thron setzt, das Schwert in seinen Händen umschließt und gegen seine Stirn drückt, um, wie er damals auch schon bei Fiona und den verletzten Söldnern die Emotionen wahrgenommen hat, versucht er dort unten bei der Maulgrotte die Emotionen wahrzunehmen. Ob dort Leute leiden, riesige Schmerzen erleiden oder ob es einfach nur Gefühle von jetzt kommt zum Angriff in der Luft schweben. Ja, du spürst da unten gar nichts. Scheiße. Wirkt das nicht? Xeleste, warum spüre ich denn nichts? Denn was geht da unten vor sich? Ich werde dir nicht helfen. Du bist deinem Captain zum Dienste verpflichtet, dem Träger dieses Schwertes. Meuterst du? Bist kein vollwertiger Paktierer. Schließe deine Ausbildung ab. Und ich höre auf dich. Wenn ich nicht wüsste, dass auf dich schlimmere Dinge als den Tod warten, hättest du jetzt die Hinrichtung verdient. Auch du wirst in ihr Reich einziehen. Ja, ich weiß. Dann würde ich ein paar Treppenstufen runtergehen. Hallo, ist da jemand? Würfel meine Einer von euch Sinnschärfe. Würfel meine Sinnschärfeprobe. Ja, auf ein besonderes Talent? Besonderen Sinn? Hören. Hören. Sie spricht wohl gerade mit Piranha, Okay, 2 Punkte. Hier kommt die Säure. Halt! Nein! Keine Säure! Und ich ramme ihr das Schwert in die Schulter. In die Schulter. Ja, dann heult sie wieder auf und du siehst wohl auch, wie bei Piranha mal wieder dickes, eitriges Blut aus dem Mund läuft, noch ein bisschen weißlich. Es tut mir leid, Björn-Jane. Sie lässt sich. Ich muss einen Weg finden, sie zu kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren, Evodaios. Auch wir können es nicht. Wir können es steuern, aber es ist immer noch ein Dämon. Zu Ammonit. zweit. Es sind Emotionen, es ist. Ah, es tut so weh. Weiteres Blut, was aus ihrem Mund rausläuft, und du siehst auch, wie wohl einer ihrer Zähne sich gerade verabschiedet und mit so ein bisschen Sabber aus einem, ja, Speichelfaden dann aus ihrem Mund rausbricht. Es sind Intuition. Wie ein Tier ist es. Es tut das, was geheißt wird, und der Mund ist dafür da, dass es verdaut. Das Herz dazu da ist, dass es schlägt. Als Gehirn, als Steuerbaum können wir dem Mund nicht sagen, was es tun soll. Es sind Reflexe. Vielleicht reicht ihr zwei nicht, vielleicht können wir es aber zu dritt schaffen. Magistra Kohlraub kommt gerade nach oben gelaufen. Ephadaios, ihr seid einfach nur. Schüttel mal Kopf. Somnigraves tiefer Schlaf. Na, ich zieh das Schwert raus. Gut, dass ihr hier seid, Magistra. Was ihr dort tut, ist einfach nur unverantwortlich. Ja, wie auch immer. Irgendetwas muss ja getan werden. Das geht die Treppe runter. Ich brauche. Ist noch irgendein Söldner hier? Hier oben nicht, aber auf dem Mitteldeck würdest du dann welche an den Kanonen finden. Die laden gerade noch nach, die Feuerrollen, beziehungsweise die ja, Rollen jetzt im Gefecht sind eingenommen und da wird nachgeladen. Das dauert aber dann 2, 3 Minuten. Okay, ich renne vorne zum Bug des Schiffes, um von oben quasi runterzuschauen auf das Schiff, was wir ergriffen haben. Kapitän! Ist dort so. Kapitän, wo seid ihr?
Unter Deck, ruft es vom Hauptdeck aus. Genau, ich rufe vom Hauptdeck und laufe halt oben vorne, um quasi auf das andere Schiff runterzukommen. Ich meine, wenn die Maulkraute offen ist, müsstest du das ja irgendwann hören. Ich blicke dann noch nach oben. Wer ruft denn da? Ist das einfach Darius? Ich bin hier unten! Kapitän, ist dort Säure! Xyleste, sie wurde eingeschläfert, aber sie hat versucht, die Säure loszulassen. Ja, ist hier Säure? Bis zu den Knöcheln. Zum Glück stehe ich ja nicht drin, also nicht in der Mauer. Der Mund ist aber offen, weil, wie gesagt, das Schiff kann das die ganze Zitracke nicht verdauen. Aber jetzt der untere Teil vom Kiel löst sich jetzt gerade auf, ja. Himmels Willen, ja, bis zu den Knien hoch, tut was! Dann noch es wurde etwas Söldnern, getan. Dann noch zu den Söldnern hoch, ihr da oben, zügig, seht zu, dass ihr den Gewalten da rauskriegt. Derweil immer noch bei Romilly. Mittlerweile bekommst du so ein bisschen deine Sicht wieder, auch wenn deine Augen immer noch wehtun. Ja, aber du kannst dich wieder an die Konturen des eigenen Raumes, kannst du wieder sehen. Weißt, wo das Bett ist, weißt, wo der Schrank ist. Das ist sehr erfreulich. Ich versuche mich zu meiner Gefährtin zu tasten. Rüttel ihr sanft an der Schulter. Aldare! Ja, Romilly? Was ist geschehen? Ich weiß nicht. Ich bin ertrunken. Nein, wir leben noch. Ist die Dunkelheit weg? Wo ist Elysia? Ich weiß nicht. Sie war doch hier. War hier. Als ich kam, war sie nicht da. Sie war hier. Sie sagte, ich soll das Feuerschlickpulver für eine Vision, sagte sie. Und die hatte ich. Ja, die habe ich auch gesehen. Hattest du den sandigen Meeresboden gesehen? Wie er sich ausgebreitet hat? Ein endloses, weites, trübes Grün und die Stadt, den Thron, der Berg, die Sonne. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Aber wir werden es herausfinden. Erst müssten wir Elysia finden. Es war so riesig. Sie wurde angegriffen. Eine Arche unter Wasser. Ich konnte sie sehen, wie sie sich wie ein Krebs bewegt. Eine Arche unter Wasser? Direkt unter Verdammt. Wasser. Sie, Muss den Kapitän sie konnte, waren. Sie konnte nur krabbeln. Ich weiß nicht, ob es jetzt ist oder schon passiert ist oder noch passieren wird. Ich kann die Zeiten nicht ordnen, aber ich habe die Stadt gesehen, wie sie angegriffen worden ist. Welche Stadt? Kunshom? Nein. Es war der Thron. Der Thron unter Wasser. Von ihr. Meinst du Widersacherin Efferts? Hast du Pyrdakor gesehen? Den goldenen Drachen? Ja. War unangenehm. Dann geh und warne den Kapitän. Ich weiß nicht, wann wir sind. Komm, Preziosa, führe mich. Ja und damit taste ich mich nach draußen und rufe nach Jalan! Der ist immer noch unten! Bringt ihn sofort hierher! Wir haben ein Problem! Ja, und Jalan rennt nach oben. Wenn man das hört, dann ja. Wie steht die Bergungsaktion? Ja, dazu jetzt. Achmat, du bist eingebrochen in das Deck, in das Unterdeck. Um dich herum gähnende Leere. Nur ein paar Fässer, die du hier sehen kannst. Viele Fässer. Das ganze Schiff ist voll mit Fässern. Ja, Achmat im ersten Reflex hätte noch sowas gebrüllt wie für Rondra und hätte schon den ersten Streich gesetzt, aber dann stellt er fest, dass niemand da ist. Schaut sich um. Schaut sich diese Fässer an. Kein einziger Seemann. Boah, ich bin neugierig. Oder? Ich glaub schon. Ja.
Ach, was soll das? Gucken wir mal in die Fässer. Brandöl. Wahrscheinlich, ja. Ja, dann würfel doch mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Oh nee. Easy. Ja, du kannst den Deckel öffnen und stellst fest, dass es über und über voll mit einer beißend riechenden Substanz ist. Das hört sich nicht gut an. Ja, dann würde ich mir jetzt erstmal den Weg da durch diese Fässer bahnen und versuchen wieder auf die Dämonenarche zu kommen. Ja. Du verlierst erstmal 2W6 Ausdauerpunkte. Und ja, dann möchte ich gerne wissen, wie hoch ist deine Ausdauer? Warte, soll ich die 2W6 würfeln? Würfel mal die 2W6. Es ist nur Ausdauerverlust, kein Schaden. Ja, meine Ausdauer liegt bei 35. Oder willst du wissen, wie viel sie jetzt ist? Jetzt, wie hoch sie jetzt ist. Ja, warte. 9. 9, ja. Genau, weil echter Schaden ist natürlich dann auch... Ach, das ist alles ziemlich ungünstig. Und du versuchst wieder durch die Treppe nach oben zu gehen. Um dich herum, der Geruch, der sich jetzt ausbreitet. Dir wird alles egal. Zurück auf die Arche. Oder hier auf der Zirtrecke bleiben, alles das Gleiche. Gehst auf die Knie. Nee, also wenn ich merke, dass mir alles egal wird, würde ich ganz gerne schon mit meinem Rondra-Kamm mir irgendwie so ein Loch nach draußen zur frischen Seeluft hauen. Durch die Schiffsplanken. Genau. Mit deinem Rondra-Kamm? Ja, zur Not auch mit dem. Okay, ja, wo willst du dann raus? Warte. Würfel erstmal eine Seefahrtprobe, um dich auf dem Schiff zu orientieren. Oh, da fängt's schon an hier. Ja. Weil du bist, wie gesagt, eingebrochen, hast die Orientierung auf einer Zitrake verloren. Oder auch nicht, das entscheidet die Probe. Ich hab gar keine Seefahrt. Du hast keine Seefahrt. Richtig. Dann würfel mal eine Orientierung, erschwert um 10. Ja gut. Wenn wir einmal was Cooles machen oder sowas. Ja, dann stehst du an irgendeinem Deck, du bist dir nicht ganz sicher wo und kannst dann meinetwegen auch gerne das Schwert in die Planken hauen. Würfel mal eine Holzbearbeitungsprobe oder Zimmermann kannst du auch. Ja, aber eine einfache Körperkraftprobe oder sowas? Ja, wenn du jetzt dein... Ja, also wenn willst du keine Holzbearbeitung würfeln? Naja, ich will das halt nicht sonderlich schön machen oder so, ich will das einfach nur aufkriegen. Ja, dann kannst du von Körperkraft ableiten. Ableitung ist eine Erschwernis von 5 Punkten. 7 Punkte, Entschuldigung.